Hallo, hallo. Vor kurzem wurde mir die Frage gestellt, wie man eigentlich bei einer SLT, das heißt eigentlich einer spiegellosen digitalen Spiegelreflexkamera, wie man da den Sensor reinigt, da ja diese, naja, ich sag mal, Glasplatte hier da vorne ist und da kommt man ja eigentlich zum Sensor nicht mehr dazu. Das stimmt zwar nicht ganz. Das funktioniert eigentlich genau genommen sogar leichter als wie bei einer normalen digitalen Spiegelreflexkamera. Und zwar das Geheimnis liegt in diesem kleinen Clips hier vorne an diesem halbdurchlässigen Spiegel. Man kann hier nämlich sogar auch ohne Akku, ohne Batterie bzw. ohne in das Menü der Kamera reingehen zu müssen, direkt auf den Bildsensor im Hintergrund zugreifen. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.